95% der Teilnehmer heute wissen eigentlich, wie die Mahnwache im Allgemeinen abläuft. Das Mikrofon, das jetzt unmittelbar vor meinem Mund sich befindet, kann in Kürze vor jedem Mund in diesem Bereich jetzt dann kommen. Wir haben ein freies Mikrofon und das Ganze ist aber nicht nur frei, sondern auch die Meinungen derjenigen, die dann sprechen, die dürfen sprechen. Ob es dann jedem passt oder nicht passt, das kann ich im Vorfeld natürlich nicht wissen. Das Risiko gehe ich immer ein, solange das alles friedlich, demokratisch, freiheitlich, ohne Beleidigungen, ohne Anschuldigungen, ohne persönliche Angriffe läuft, denke ich, ist das in Ordnung und unterbinde ich auch nicht. Ich sage jetzt einfach, wer heute was sagen will zu uns, wir haben heute vielleicht eine Stunde oder jetzt noch eine gute halbe Stunde nur Zeit, bitte dann zu mir hinterkommen, unter den Karten kann er sich bei mir melden und das können wir dann abstimmen. Der Edgar, der hat mir schon gesagt, er will ein paar Sätze zu uns sagen und darum gebe ich jetzt weiter, weil die Zeit heute ist natürlich sehr, sehr begrenzt. Helm ab zum Gebet. Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Die, die mich noch nicht kennen, ich stelle mich kurz vor. Servus, grüß euch. Mein Name ist Edgar Simon, ich bin Rechtsanwalt aus Mühldorf und fühle mich momentan, ich sage mal, wirklich absolut auf der Spitze meiner Empfindungen. So viele Leute wie hier habe ich noch nicht lange gesehen. Aber ich muss auch sagen, ich bin etwas traurig. Ich habe es nicht geschafft mitzuwandern heute, weil ich und meine liebe Frau zusammen, wir haben heute Eltern und Kinder retten müssen vor der Willkür des Staates, weil wir mittlerweile so weit sind, dass unsere Kanzlei von Eltern überrannt wird, die ihre Kinder vor Impfung, vor Maske, vor Testen und so weiter schützen wollen und sich auch große Gedanken machen über die Impfpflicht, die jetzt im März auf das Pflegepersonal zukommt. Das ist ein heißes Thema momentan. Aber da bin ich der Meinung, da macht jeder, was er kann. Ihr seid hier und seid marschiert, wart laut und habt euch gezeigt und gezeigt, dass es auch noch andere Leute in diesem Land gibt, als die, die mit der Masse mitrennen. Und ich sitze zu Hause vor meinem warmen Rechner und arbeite mich ab. Also insofern haben wir alle unser Schäflein dazu beigetragen. Was ich noch kurz sagen wollte, ich mache es heute echt kurz, weil ich möchte gerne, dass wirklich Leute auch von euch hier nach vorne kommen. Ich stehe hier eigentlich jeden Donnerstag und sage etwas. Ich finde das nicht gut. Ich möchte gerne Stimmungen von euch hören. Ich möchte eure Geschichten hören. Ich möchte hören, was ihr so erlebt und wo es euch drückt. Das ist für uns ganz wichtig, weil wir sind hier nicht zur Selbstproduktion da, sondern ihr seid Teil des Ganzen. Und ich bitte euch einfach, eure eigenen Eindrücke und eure eigenen Meinungen hier vorne kundzutun. Es ist mir zu Ohren gekommen, dass es jetzt auch, bestimmte Maßnahmen finanzieller Art seitens der Verwaltungsbehörden gegen die Eltern gibt. Die werden angedroht. Das ist ein, ein durchaus scharfes Schwert. Wir sind aber der Meinung, dass wir das immer noch im Griff behalten können. Ich habe nämlich mittlerweile so viele Informationen auch darüber, was mit den einzelnen Zutaten zu den wunderbaren Impfstoffen angeht. Ich glaube, das wisst ihr auch alle. Hat sich mittlerweile rumgesprochen. Meine Tochter hat mich heute auf das Gefahrenblatt aufmerksam gemacht von dem Pfizer-Impfstoff beziehungsweise BioNTech-Impfstoff, da steht drauf, die Zutat darf man nicht auf die Haut gelangen lassen. Hallo? Aber verimpfen darf man ihn offensichtlich. Das ist ja auch nicht auf die Haut, insofern ist das juristisch korrekt. Ja, also da kann man nichts gegen sagen. Es ist nicht auf die Haut, es ist auch nicht unter die Haut, es ist in den Muskel oder in die Ader, je nachdem, ob man aspiriert oder nicht. So sieht's aus. Also vor dem Hintergrund bin ich da sehr sicher, dass wir da mittlerweile auch ein wenig was aufschlauen können. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, in irgendeinem Blättchen gab es einen Aufruf zum Impfen von 90 Ärzten. Wer hat das gesehen? Oh, nicht viele. Also es gab einen, das ist gut so. Das zeigt nämlich, dass viele es nicht gesehen haben. Das tröstet mich. Ich wollte nämlich ganz gerne allen 90 Ärzten einen lieben Brief schreiben und ihnen mal klar machen, was sie da eigentlich anrichten. Ich glaube, das ist denen gar nicht bekannt. Und ich glaube auch, das ist denen willentlich nicht bekannt und wissentlich nicht bekannt, weil sie nämlich sonst kein Geld verdienen mehr können. Das ist schlecht als Arzt, kein Geld zu verdienen. Man will ja nicht die Gesundheit der Menschen fördern, zumindest sagt man das, dass man das tun will, aber offensichtlich will man das nicht, weil man ohne die Gesundheit zu fördern mehr Geld verdienen kann. Das ist mir unbegreiflich.
Aber gut, jedem Tierchen sein Pflicht. Ich bin jetzt eigentlich am Ende und ich wäre sehr dankbar, wenn einer von euch nach vorne kommt und auch ein paar Worte sagt, weil, habt keine Angst, ich musste auch das erste Mal hier raus, das war für mich auch sehr ungewohnt, aber ich kann euch sagen, es ist ausgesprochen hilfreich für das eigene Ich, wenn man hier vorne steht und die Leute einem zuhören und man merkt, ich bin nicht alleine. Das ist nämlich das Wesentliche in dieser Weihnachtszeit, dass man merkt, dass man nicht alleine ist. So, und ich mache jetzt mein letztes Sprüchlein. Ich wünsche euch allen, die hier seid, alle, die hier gewesen sind und alle, die zukünftig noch kommen werden, ein ganz frohes Weihnachtsfest und kann euch noch keinen guten Rutsch wünschen, weil nächsten Donnerstag stehe ich nämlich wieder hier und dann wünsche ich einen guten Rutsch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, viel Glühwein und lasst die Köpfe nicht hängen, es wird besser werden. Bis dahin, ciao.